beginnen wir noch den Part wunderbar, wenn man mit Baumfällarbeiten weitermacht. Wir sind hier immer noch in unserem Wald von letzten Mal und erstmal willkommen hier zurück zum Landwirtschaftssimulator 2019. Wir sind hier immer noch in unser kleines Waldstück, was bei uns hinten dran liegt. Und wir versuchen hier immer noch ein bisschen Geld rauszuholen, dass wir ein bisschen im Plus irgendwo mal landen. Wir sind zwar im Plus, ja, aber wir haben noch immer noch gefühlte 300.000 Kredit, oder nicht nur gefühlt, ich glaube in Wirklichkeit sind das sogar noch 300.000. Können wir mal kurz gucken. Ja, wir haben sogar 385.000. Die können wir mal zurückzahlen. Auch wenn wir ein neues Grundstück kaufen wollen und wo wir dann nehmen wir den Kredit wieder auf und können dann irgendwann mal den zurückzahlen. Im Moment sind wir bei Kreditkosten von Kreditzinsen von 2.100. Somit habe ich sie vielleicht auf 2.000 glatt vermindert. Wichtige Sache, wir müssen mal gucken, wo der Helfer hier ist, wie weit das eigentlich noch ist. Wird mir überhaupt nicht angezeigt. Ah doch, das hier ist es. Das Stückel hier. Haben wir noch diesen Part abzuwarten. Mit der guten Hoffnung, dass es diesen Part fertig wird. Wer das denkt, hofft genauso gut wie ich, dass wir endlich mal eine neue Mission machen können. Weil es kotzt einen richtig an die Mission. Ey, die hat jetzt 10 Parts auf sich genommen. Und überleg mal, ich hätte die selber gemacht. Also ich will nie wissen, wie viele Stunden ich dann gesessen hätte an dieser Scheißmission. Also nie wieder Kartoffel ernten. Vor allem, weil es ja bloß diese kleine Kartoffelerntemaschine gibt. Das ist das Traurige. Da bleibe ich lieber bei meinen Bäumen als Nebenverdienst hier. So, viel Zeit habe ich ja auch nicht mehr, weil ich ja dann gleich Besuch komme, wie ich im letzten Part eigentlich gesagt habe. Deswegen muss ich mich relativ zügig beeilen, hier noch was hinzukriegen. Nehmen wir den Baum auch noch mit. Nehmen wir. Den nehmen wir hier. Im Hintergrund immer noch meine Waschmaschine, die seit 3 Parts läuft. Der Baum fliegt gut. Endlich mal ein Baum, der ohne Probleme fliegt. Also ohne, dass wir den anschubsen müssen. Komm, Estel. Du auch. So. Können wir nämlich hier so ein schönes großes Stück noch mitnehmen. Schön lang, so wie es sein soll. Guck mal, passt. Kommen wir heben und es kommt nämlich dann noch hier hin. Auf die Seite. So, mal gucken, ob wir nochmal so ein schönes, langes, einigermaßen langes Stück rauskriegen. Gucken wir mal. Also schön lang ist es eigentlich schon. Ja, kann man aufnehmen. Und dann kann nämlich die ganzen kleinen Stücke, die wir jetzt noch hinkriegen, nur noch hinkriegen, können dann wunderschön dazwischen hin. Oh, der ist fast schon wieder im vollen Tank. Auf der Seite hätte man noch was Großes hinlegen können. Wo sind wir? Hier. So lange können wir jetzt leider nicht mehr machen. Denke ich mal. Wird so sein. Doch, den kriegen wir auch noch hoch. Bin anscheinend mit Problemen, aber den kriegen wir noch hoch. Auf dem hier hängt er drauf. Fein tut's mir nicht. Gefallen tut's mir nicht, aber naja, Judy.
Wir können ja auch niemals das Beste wünschen. Man muss mit dem leben, was es gibt. Und hier müssen wir bestimmt auch noch so dünne schneiden. Dass wir die hochheben können, das ist mir eigentlich schon klar. Geil wäre es, wenn wir hier irgendwann mal... Gut, ein LKW ist scheiße. In dem Sinne. Weil... Wir können hier die langen Stämme so nehmen. Das heißt, dann müssten wir... Dann würde ich wieder Häckselgut machen. Ich glaube, Häckselgut wäre der Sache dann wieder gut. Wenn wir einen LKW haben, überlegt man, wie viel Tonnen da eigentlich drauf können später. Und wir können noch einen Baum fällen. Gut, die waren auch alle relativ klein gewesen hier. Wir können auch den hier, glaube ich. Nee, der ist ein bisschen dünn. Hier, den. Nehmen wir den noch mit? Also muss ich, glaube ich, hier erstmal den Tank leeren. Die Mission hat diesen Partner fertig. So wie es aussieht. Ach, das wäre so genial. Theoretisch sind es noch 3 Fahrten. Aber wenn es nach dem geht, sind es bestimmt noch 5. Naja, nicht ganz. So, oh. Überlade den starten und dann fahren wir zum vorletzten Mal drunter. Alter Schwede. Oder fahren wir das nächstes Mal weg? Ich glaube, wir fahren das nächste Mal weg. Das nächste Mal ist sicher, dann fahren wir endlich diese Scheißmission weg. Ich bin gespannt, was hier in Geld rauskommt. Weil Kartoffeln bringen nicht unendlich viel, muss man sagen. Wenn ich überlege, ich habe jetzt schon wieder 200 ausgegeben für Lohnzahlung. Das muss ich alles irgendwo rentieren. Müssen wir mal kurz gucken. Hier? Fahrzeuge, verkaufte Tiere, Einnahmen, Wolle, Kraftstoff, ja, hier müsste eigentlich das auch mit den Tierprodukten stehen. Einnahmen, Ernte, 17.000 haben wir heute. 6.000 Lohn. Und das sollte dein Ernst. Er hat keine Anhängerkupplung. Och, nee. Echt jetzt? Denn das ist bestimmt das Stückel, was man nicht mitnehmen kann. Deswegen, wir steigen uns im Waldra ein. Da war er eigentlich. Dann nehmen wir eben uns ein Fiat. Wir fahren jetzt mit uns ein Fiat. Fahren wir nach Rio. Und dann machen wir... Das noch voll, hängen an uns ein Fiat, wenn das geht, die Dings an, den großen Trecker, den kleinen Anhänger, danach den großen Anhänger, wenn das geht. Wenn nicht, fahren wir mal mit dem Fiat vor und laden das ab. Also die Kurve ist gut, okay, das ist groß genug. Aber wir können das eben nicht so groß machen. Hier müssen wir jetzt... wir können mal den kleinen Berg probieren, gucken, ob der funktioniert. Weil es ist vielleicht auch praktischer, wenn man mit dem Anhänger dann fahren, dann müsste man... Gut, man könnte hier so drehen. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber wir haben jetzt hier unseren... Okay, einigermaßen unrealistischen... So steil ist er ja auch wieder nicht. So steil ist er auch nicht. Gut. Ey, das gibt's nie. Die paar Liter... Hier passen aber noch 14 rein. Deswegen, der reicht 100% aus für diesen kleinen bisschen, reicht er vollkommen aus. Dann bin ich mir zu 100% sicher. Und wenn das nicht reicht, ey, dann frisse ich ein Besen mit Video. Beweis.
Oh. Holz ist Geld. Du kommst mit. Du wirst noch verkauft. Dann mach dir keine Sorgen dazu. Wie das leer geräumt schon ist. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich den Wald hier, diesen Kleinen noch aufforsten kann. Können wir dann im übernächsten Part mal gucken, ob das funktioniert, ob ich so einfach aufforsten kann. Ja, war ja der Viert. Also im nächsten Part fahren wir die Mission weg. Dann machen wir die Mission fix und fertig. So scheiße ist natürlich bei dem Anhänger jetzt, wir müssen ihn dann abholen. Ach, wir können auch zurückfahren mit dem Großen. Wir können auch zurück auf diesen Feld hier fahren und können wir die Mission dann hier beenden. Eigentlich sieht's geil aus, die Kombination. Mit der Fiat, mit dem Aroliner. So, sind wir hier drüben angekommen. Leute von heute. Ich würde einmal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und schreibt mir hier in die Kommentare, was ihr denkt, was das hier an Geld bringt. Mein kleiner Fiat, der wird jetzt noch hier unten stehen bleiben. Und ihr seht, das ist jetzt die letzte, naja, die letzte, die jetzt noch kommt. Bis zum nächsten Mal, sage ich einfach. Zeigt euch, Menzi. Ciao, ciao.